Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing. Heute mit der Xbox One Version von NBA 2K16 oder 16. Auf dem Cover sehen wir hier James Harden von den Houston Rockets. Und das Besondere bei dem Spiel, soweit ich das gesehen habe, man kann das Cover wechseln. Wir haben vier verschiedene Möglichkeiten. Entweder Stephen Curry von den Golden State Warriors, Anthony Davis von den New Orleans Pelicans, James Harden ist dieser Gentleman und Dennis Schröder von den Atlanta Hawks. Ja, das sind die Möglichkeiten. Falls ihr das Cover hier nicht mögt, dann könnt ihr andere wechseln. Be the Story, 2K Sports, jetzt mit 25 Euroleague Basketball Teams. Das ist ja auch sehr wichtig für mich, Freunde, weil ich liebe einfach Basketball, ob es jetzt Euroleague oder NBA ist. Und da sind bestimmt wieder FS Pilsen dabei und hoffe auch Galatasaray. Ja. Und das Ganze kostet so viel. Ich denke, das ist ein guter Preis. Featuring Spike Lee Joint. Aha, hat er die Story geschrieben oder wie? Dieser Director, Regisseur. So, meine Karriere ist Spike Lee Joint. Unsere bis dato intensivste Story wurde von Spike Lee geschrieben und in Szene gesetzt. Zum ersten Mal kannst du entscheiden, was du an deinen freien Tagen machst und dir Bonusinhalte durch persönliche Kontakte, Sponsoring-Verträge und die brandneue Live-Training-Umgebung verdienen. Wow, das klingt gut. 2K Pro Am. Ein revolutionärer neuer Modus, der speziell für deinen Main-Spieler entworfen wurde. Sorry. Sei bei einem echten 5 gegen 5 Basketballerlebnis dabei oder schließe dich dank benutzerstellten individuellen Logos, Trikots, Arenen mit Freunden zur perfekten Crew zusammen. Verbessertes Gameplay, ja, jedes Jahr verbessert ihr was. Die von der neuen Motion Engine erzeugten cleveren und hyperrealistischen Bewegungen einschließlich neuer Ball- und Korbphysiken und Spielerinteraktionen führen zu einem intensiveren und authentischen Parketterlebnis. Yeah! Brandheiße DJs, DJ Khaled, DJ Mustard und DJ Premier sorgen mit 50 dynamischen Tracks in 5 Playlisten und exklusiven Versionen für den bis dato umfangreichsten Soundtrack. Ja, ich denke, Soundtracks ist auch sehr wichtig bei Sportspielen. Dann Spiele mit modernen Legenden. Betritt das Parkett mit 12 neuen legendären Teams, einschließlich einiger der epischsten Kader der letzten 15 Jahre. Ja, Euroleague Basketballspiele mit einem von 25 europäischen Teams. 8 neue Teams gesellen sich zu Meistern wie Real Madrid und so weiter. Ja, FS Pilsen und Galatasaray, hoffe ich auch. So, das ist übrigens Stephen Curry, Mr. Chew on a Mouthpiece Typ. Der hat ja immer dieses Mundstück immer draußen. Also das sollte man ja eigentlich bei den Spielen tragen, aber er kaut darauf rum die ganze Zeit. Dann haben wir hier Dennis Schröder und natürlich The Brow oder Bau. Mr. Yeah, Augenbrauen. Augenbraue. Ich glaube, ich werde das Cover wechseln. Ich mag einfach von den vielen am meisten Anthony Davis, weil er bei den New Orleans Pelicans spielt und ein Teamkamerad von Ömer Aşık ist. Der spielt ja auch da, ein türkischer Center, Freunde. Ja, Anthony Davis. So, das Ganze kann man 1 bis 4 Spieler zocken im Singleplayer oder 2 bis 10 auf Xbox Live. Koop-Modus 2 bis 4 oder im Live 2 bis 10. Kinect-Sprache ist optional. Ja. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Und ich bin mal gespannt, wie das sich mit dem Cover so regeln lässt. Ob das so einfach ist. Einfach muss man sich ja falten.
Achso, übrigens, hier haben wir, was ist das? 10.000 Virtual Currency im Mein Team VIP Modus. Aha. Und hier das wunderschöne NBA Siegel. Herrlich. So. Ja, NBA hat ja gerade Sommerpause. Und sehr bald kommt auch das, die neue Version raus. Aber das ist gerade das aktuelle hier, NBA 2K16. So, ich guck mal rein, Freunde. Da sind sicher Codes drin. Oh, es riecht so schön. Hm, herrlich. Aha, wow. Was ist das denn? Cool. So. Okay. Also. Da haben wir erstmal die Disc, Freunde. Sieht dann so aus. Mal hier hin. Dann hier der Pre-Order-Bonus. Mhm. Und was ist der Pre-Order-Bonus? Ich denke, das sind diese 10.000 Credits oder so. Ich habe zwar nicht pre-ordert, aber egal. Dann habe ich, das ist das hier, das ist ein Cover. Da haben wir hier Anthony Davis, James Harden. Oh, ist doch viel zu klein, Freunde. Wie soll man das denn hier aufs Cover tun? Ja, Dennis Schröder. Hier, da, zack. Und das. Ich dachte, man kann das auf das Cover. Ist doch viel zu klein. Oder? Ach so. Ah, okay. Ach, das kann man dann hier so reinstecken und dann hat man den Favoriten. Ja. Ich habe jetzt gedacht, da ist so ein richtiges Cover drin, also das komplette Cover. Aber das sind nur solche Bilder. Wenn man ihn hier drauf haben möchte, so oder so, ja. Wie ihr halt möchtet. Ja, vielleicht sieht es auch, wenn man es reinsteckt, ganz gut aus. So, dann haben wir hier noch so ein kleines Booklet. Ja. Ist leider nicht viel drin, aber zumindest nennt man sich Booklet. So. Ja, vielleicht lässt sich das Cover einfach so, mal gucken. Aber ich hätte ihn schon gerne als richtiges Cover gehabt. Ja gut. Ich habe gesehen, manche die verkauft das auch anders, ne? Also je nachdem, was ihr bekommt. Naja, gut. So. Rein. Das war das Unboxing, Freunde. Wie gefällt euch NBA? Oder seid ihr lieber NBA Live-Fans? Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ich verabschiede mich, werde die Scheibe in die One legen. Und übrigens, wie viel Installation? Ah, ca. 60 GB braucht ihr. Das ist immer richtig heftig, Freunde. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.